Ich habe das eigentlich lange ausgeschlossen, weil ich zu Beginn meines Studiums eigentlich gedacht habe, das schaffe ich sowieso nicht. Ich habe gewusst, in der Schule ist es ganz gut ausgegangen, immer von den Leistungen. Aber ja, dann im Laufe des Doktoratsstudiums habe ich gedacht, das könnte sich eigentlich dann ausgehen. Und irgendwann ist es dann tatsächlich ausgegangen. Aber es war jetzt nie ein Ziel, das ich wirklich bewusst verfolgt habe. Das hat sich dann wirklich mehr oder weniger dann ergeben. Im Oktober 2014 war das, dass das groß durch die Medien gegangen ist, dass Facebook und Apple ihren Mitarbeiterinnen das Angebot gemacht haben, ihre Eizellen einzufrieren. Und das war das erste Mal, dass dann dieses sogenannte Social Egg Freezing auch in den Medien international diskutiert worden ist. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich ein sehr spannendes Thema, das auch in Form einer Dissertation zu bearbeiten. Und das ist es dann schließlich geworden, eben wie geht man damit um, mit dieser technischen Möglichkeit, Eizellen einzufrieren, ohne dass es jetzt eine medizinische Indikation dafür gibt. Das Fazit fällt unterschiedlich aus, je nachdem, welche Perspektive man wählt. Ich glaube, dass es innerhalb einer liberalen Demokratie durchaus zulässig ist, dieses Verfahren anzubieten und dass Frauen auch dieses Verfahren in Anspruch nehmen können, einfach weil es auch reproduktive Autonomie erweitert, Optionen offen hält und auch Frauen sich in gewissen Lebenslagen damit leichter tun, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Ich glaube ja doch, dass man nicht unkritisch jedoch an diese Technik herangehen kann, weil sie auch gewisse Gefahren birgt und dass es auch wichtig ist, von Seiten der Philosophie diese Punkte aufzuzeigen, wo ein Gefahrenpotenzial besteht. Eine Gefahr, die ich sehe, ist, dass diese Technik, die zunächst als reine Möglichkeit daherkommt, immer mehr auch zu einem latenten Zwang wird. Also zum Beispiel, wenn in einer Firma wie Apple oder Facebook das von Firmenseite angeboten wird, dass das irgendwann nicht mehr nur ein Angebot ist, das Frauen annehmen können oder nicht, sondern dass mehr oder weniger ein Druck sich entfaltet, dieses Angebot annehmen zu müssen, um eine gute Mitarbeiterin zu sein. Und vor so einer Gefahr, glaube ich, gilt es schon zu warnen und hier die Augen offen zu halten. Die Beschäftigung mit diesen Fragen hat mich natürlich auch dazu genötigt, mich Fragen zu stellen und auch abzuwägen, welchen Stellenwert misst man Kindern, welchen Stellenwert misst man Familie bei, wie ist die Priorisierung von Familie gegenüber Karriere, weil das ist ja das Angebot des Social Egg Freezing bringt, frier Eizellen ein, um den Kinderwunsch irgendwann realisieren zu können, so lautet das Versprechen. Und die Beschäftigung mit dem Thema hat schon auch für mich klar und deutlich die Erkenntnis zutage gefördert, dass Familie und Kinder was sehr Wichtiges sind, was nicht ewig auf die lange Bank des Lebens geschoben werden soll.